Hallo und herzlich willkommen im Wald. Kurzes Kurzwissen zur Walderdbeere. Gibt auch gleich ein bisschen Bildmaterial zu dem Ding. Die ist eigentlich relativ gut zu finden. Man kann sich auch gut das ganze Jahr über merken, wo man welche gefunden hat. Sie ist nämlich wintergrün. Also wenn ihr dann ein bisschen aufmerksam auf die Blattform der Walderdbeere eben entsprechend achtet, dann einfach mal merken, wo sind denn welche und dann entsprechend im Sommer, ja, so Juli, Juni, irgend sowas um den Dreh ist so die typische Zeit, wo man wirklich ganz gut, meiner Erfahrung nach, durchgehend reife Beeren finden kann. Je nachdem, wie schattig sie stehen, dauert es länger oder geht schneller, bis sie eben entsprechend reif sind. Und da muss man noch hinzufügen, so als kleiner Funfact, die Erdbeere ist ja keine Frucht, sondern eine Sammelnussfrucht. Beziehungsweise ist es auch keine Beere im klassischen Sinne, weil die eigentlichen Samen der Frucht, in Anführungszeichen, sitzen ja oben drauf. Das sind diese kleinen Körnchen da. Die sind übrigens auch relativ unverdaulich und werden dann von uns unverdaut auch wieder ausgeschieden. Wenn man also zur Verbreitung der Walderdbeere beitragen möchte, immer schön fleißig an geeigneten Standorten ein Loch graben. Und ja, was dann aber eigentlich diesen fruchtigen Teil der Beere in Anführungszeichen ausmacht, sind verdickte Stängel, auf denen die Samen eben am Ende wachsen. Und die Stängel der einzelnen Samen, die verdicken dann und wachsen zusammen und bilden dann dieses süßliche, rote entsprechend Gewebe, was wir so gerne futtern. Meiner Meinung nach sind das einige der wenigen Waldpflanzen, die sogar ich einigermaßen lecker finde. Selbst ich esse hin und wieder mal ein paar. Nur ein paar zugegeben, weil ich ja wirklich überhaupt kein Fan von Obst bin. Aber naja, trotzdem. Jedenfalls finden tut man sie standardmäßig wirklich an Waldrändern, gerne auch an Hohlwegen, die zu Wäldern hinführen. Das ist gerade hier bei uns im Schwarzwald so, wann immer man einen Hohlweg hat, der zum Wald oder aus dem Wald führt, kann man an den Rändern dieses Hohlwegs fast immer Walderdbeeren finden. Das ist also noch so ein kleiner Geheimtipp. Sie brauchen einen recht guten, recht frischen, also ordentlich mit Wasser versorgten und auch recht nährstoffreichen Boden und relativ viel Licht. Ihr müsst sie also auch nicht in einem dichten Laubwald suchen, da werdet ihr keine finden, weil zu wenig Licht am Boden ankommt. In einem sehr lichten Laubwald wären sie anzutreffen, in einem Laubnadelmischwald mit überwiegend Laub, weniger Nadelanteil. Das wäre auch ein recht typischer Standort, wo man welche finden könnte und auch gerne eben auf oder an entsprechenden Waldlichtungen. Und das sind so die wirklich ganz, ganz typischen Standorte. Unsere Kulturerdbeere, das wäre vielleicht noch ganz interessant zu wissen, stammt nicht von der Walderdbeere ab, sondern stammt von ganz woanders. Die hat man dann aus allen möglichen überseeischen Erdbeerformen zusammengezüchtet. Deswegen, aber weil die Erdbeere ja so lecker ist, auch die Walderdbeere, hat man bis ins 18. Jahrhundert oder vor allen Dingen im 18. Jahrhundert auch versucht, eben die Walderdbeeren zu kultivieren. Das hat auch geklappt, nur hat man es halt überhaupt nicht hinbekommen, die Früchte irgendwie größer zu kriegen als diese kleinen winzigen Erdbeerchen, die da eben halt nun mal dran sind. Das Ganze ist ziemlich gesund, da sind alle möglichen netten Dinge drin. Früher war sie auch mal als Heilpflanze im Gespräch. Heutzutage nach aktuellem Stand der wissenschaftlichen begleitenden Forschung von Phytotherapie muss man sagen, sind keine nennenswerten Heilwirkungen bekannt. Was man für Survival-Zwecke vielleicht noch tun könnte, wäre sich aus den Blättern einen gerbstoffreichen Tee zu bereiten, den man dann eben entsprechend trinken kann, wenn man zum Beispiel Durchfall hat. Aber da gibt es zig Pflanzen, auf die das zutrifft und das ist jetzt keine besonders nützliche Heileigenschaft. So, und dann gucken wir uns die eigentliche Pflanze noch mal schnell ein bisschen an. So, und hier wachsen sie dann auch, die Walderdbeeren. Hier kann man schön ein einzelnes Exemplar sehen. Und wenn wir jetzt ein bisschen tiefer gehen, dann stellen wir fest, ich will sie natürlich nicht rausreißen, die Blätter sind mehr oder weniger, ich hoffe, ihr könnt das hier sehen, die entspringen alle aus dem gleichen Bündel sozusagen. Sie sind also rosettenförmig um die Pflanze angeordnet. Ne? Kommt alles hier unten aus dem gleichen zentralen, da wo jetzt meine Finger entsprechend sind. Da muss ich es jetzt ein bisschen umbinden, da kann man es jetzt schön sehen. Das kommt also alles aus dem zentralen Punkt raus. Dann stehen sie rosettenförmig um die Pflanze, sind immer solche dreiblättrigen Konstruktionen, sind großzügig gezahnt, sind etwa, hier erstmal gerade,
hier unten im unteren Bereich ziemlich gerade zulaufend und dann leicht eiförmig. Das ist also eine ganz typische Blattform für die Walderdbeere, kann man hier auch ganz schön sehen. Bei den Seitenblättern, das ist ja das Endständige, ist es oft so, dass sie oft so aussehen, als wären sie ursprünglich mal mit dem Hauptblatt zusammengewachsen gewesen. Ja, also so kann man sie oft auch antreffen. So sieht es in der Wildnis oft aus. Die hängen nicht wirklich zusammen, aber es sieht halt so aus, als ob sie das wären. Das ist für mich so ein bisschen ein kleiner Merkhilfe, dass ich mir das so gerne vorstelle. Wenn sie noch etwas jünger sind, so wie hier, dann funktioniert das nicht so gut. Erst bei den etwas älteren Blättern. Hier oben, hier kann man es auch wieder schön sehen, dass das gut funktioniert mit dem Blätter zusammenschweißen, in Anführungszeichen. Hier sind noch ein paar unreife Früchte dran. Die wachsen wirklich über einen längeren Zeitraum, werden unterschiedlich schnell reif. Deswegen kann hier eine schon vollständig reif sein, während die noch nicht reif ist. Das ist die Vermehrungsstrategie der Erdbeere. Die möchte gerne eben über einen längeren Zeitraum reife Früchte bereitstellen, damit jederzeit irgendwer kommen kann, um reife Früchte mitzunehmen. Viele, viele Tiere, die in irgendeiner Form pflanzliche Nahrung auch aufnehmen, essen auch gerne Walderdbeeren, sozusagen fast schon jedes Tier, auch der Fuchs zum Beispiel oder der Dachs. Auch ein Marder nimmt mal ganz gerne welche. Ameisen tragen sie fort, bringen sie in ihren Bau, lassen ihre Larven dann das Fruchtfleisch futtern mit den eigentlichen Samen, die hier drauf sitzen, können die dann nichts anfangen, die Larven. Und die Samen werden dann wieder von den Ameisen nach außen transportiert, weshalb man dann auch gerne eben sagt, dass die Ameisen zur Verbreitung der Walderdbeere eben entsprechend beitragen. Und diese kleinen Körnchen, die hier drauf sind, das sitzen halt also die einzelnen Samen dementsprechend. Und ja, zur Bestimmung ist das eigentlich ganz einfach. Wenn sie blüht, blüht sie weiß. Leider habe ich hier irgendwo ein blühendes Exemplar. Erinnert so ganz leicht. Ja, ich blende euch dazu ein Bild ein, da gibt es ja eben entsprechend welche, die man da auch entsprechend verwenden kann. Sind sonst sehr lecker, wenn sie sich nicht über ihre Früchte und eben den Verzehr dieser Früchte ausbreiten, ist es noch eine weitere Möglichkeit, dass die Früchte einfach am Strauch, am Pflänzlein vertrocknen. Dann fallen die Samen dann irgendwann ab und liegen dann halt direkt im Fußbereich der Pflanze, macht nichts, dann hat sie sich halt nicht so weit ausgebreitet, aber die Samen sind trotzdem keimfähig. Und als nächste Möglichkeit besteht auch noch für die Pflanze die Option, unten heraus hier eine spezielle einen Trieb wachsen zu lassen, der dann am Boden entlang wächst und woanders wieder eine neue Pflanze bildet. Sie kann sich also auch vegetativ wunderbar fortpflanzen. Deswegen findet man, wenn man eine Walderdbeere findet, oft auch noch mehrere weitere in der Umgebung. Hier drüben ist ja die andere auch schön zu erkennen an der roten Beere. Ja. Das also so im Wesentlichen zu der Walderdbeere, so ein paar kleine Informationen. Und damit bin ich auch schon wieder raus. Macht's gut. Tschüss.